SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Der Schweizer Historiker Daniele Ganser ist heute unser Gast. Er stellt sein aktuelles Buch zur Diskussion, Imperium USA, die skrupellose Weltmacht, erschienen bei Orell Füssli. Herzlich willkommen, Daniele Ganser, zugeschaltet aus Basel. Ich grüße Sie, Herr Schmieding. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte beteiligen Sie sich an der Sendung. Kritische Fragen und Anmerkungen sind immer erwünscht. Telefon 0681 65 100, gerne auch eine WhatsApp-Sprachnachricht 0681 65 100 oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Und wie jeden Sonntag gilt, wir behaupten hier in der Sendung nicht, dass das die alleinige, unumstößliche Wahrheit ist, die unsere Gäste hier präsentieren. Die Sendung soll Denkanstöße geben und auch dazu anregen, sich ein eigenes Bild zu machen und weiterzulesen und zu recherchieren und möglicherweise auch zu anderen Schlüssen zu kommen. Wir sind große Freunde der Meinungsvielfalt. Eine Menge Anregung zum Nachdenken bietet das Buch, über das wir heute sprechen, auf jeden Fall. Herr Ganser, was war Ihr zentrales Erkenntnis, Interesse und Ihre Motivation, dieses Buch mit Ihrer Sicht auf Schlüsselmomente der US-Geschichte zusammenzustellen? Ich habe mich schon immer für die mächtigsten Staaten der Welt interessiert, vielleicht auch daher, weil ich in der Schweiz wohne und die Schweiz ist ein kleines Land. Also ich habe mich für Russland, China interessiert, auch Deutschland, Japan, das fand ich spannend. Aber das mächtigste Land ist wirklich die USA, wenn man die Militärstützpunkte zählt, wenn man die Rüstungsausgaben zählt, wenn man die Flugzeugträger zählt, wenn man die Anzahl Soldaten in fremden Ländern zählt, wenn man die Größe der Rüstungskonzerne anschaut. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn die USA das mächtigste Land der Welt sind, wir haben ja 193 Länder auf der Welt, dann macht es sicher Sinn, mal einen Überblick zu machen, wie die USA zum mächtigsten Land der Welt wurden. Dann habe ich dieses Buch geschrieben. Sie betonen im Buch ja die Gefährlichkeit der USA. Das ist ja ein bisschen schwammiger Begriff. Manch andere würde sagen, die USA sind Garant für Freiheit, Sicherheit, Wohlstand in weiten Teilen der Welt, auch bei uns. Und dazu ist militärische Potenz und Präsenz eben vonnöten. Ja, der Untertitel heißt die skrupellose Weltmacht. Und skrupellos daher, weil die USA eigentlich, das ist das Fazit meiner Forschung, immer sehr rücksichtslos vorgegangen sind, wenn andere Länder andere Interessen hatten. Also es ist zwar richtig, dass in Deutschland und auch in der Schweiz und in Österreich natürlich viele Menschen sozusagen von der Pax Americana, also vom amerikanischen Friedenskonstrukt profitiert haben, das sagen Sie schon richtig, aber es kommt eben sehr darauf an, wo man lebte in den letzten 70 Jahren. Also wenn man zum Beispiel in Vietnam lebte, dann hat man dort einen Krieg, einen Angriffskrieg erlebt. Die USA haben mehr als 3 Millionen Menschen in Vietnam getötet in diesem Angriffskrieg. Es wurde auch Napalm abgeworfen und Agent Orange, das hat zu schweren Missbildungen bei den Kindern geführt. Oder wenn sie im Irak lebten, 2003 haben die USA den Irak überfallen, das ist auch 1 Million Tote. Oder wenn sie in Guatemala leben, dort haben die USA 1954 die Regierung gestürzt. Oder wenn sie in Afghanistan gelebt haben, dort haben die USA die Al-Qaida aufgebaut, also eine CIA-Operation in den 80er Jahren. Und in Chile haben sie die Regierung gestürzt. Ich sage einfach, es braucht einen globalen Blick, wenn man ein Imperium analysiert. Es kann nicht ein europäischer Blick sein, sondern es muss ein globaler Blick sein und dann fällt die Analyse eben anders aus. Sie präsentieren im Buch ja Narrative, die teils deutlich abweichen von der Deutung, die vermutlich in US-amerikanischen Schulbüchern zu finden ist. Wenn man Ihrer Erzählung Glauben schenkt, dann sind viele Ereignisse der letzten Jahrzehnte, die Sie auch jetzt eben angedeutet haben, von einem Muster geprägt, nämlich dass zentrale Entscheidungen über Krieg und Frieden oder generell den Einsatz von Waffengewalt sich oft offizieller demokratischer Legitimation entzogen haben. Was ist denn Ihre Hypothese? Warum sind denn in Ihren Augen ausgerechnet die USA dafür so anfällig? Weil eben das Imperium natürlich über diese große militärische Macht verfügt, aber weil es trotzdem natürlich eine große Bevölkerung gibt in den USA. Im Moment sind es 330 Millionen Menschen in den USA. Und es braucht immer eigentlich vom Präsidenten braucht es eine Geschichte, wenn er einen Krieg führt. Also zum Beispiel hat Präsident Bush, als er den Irak 2003 angegriffen hat, das ist jetzt 17 Jahre her, einige können sich sicher noch erinnern, hat er die Geschichte erzählt, dass es Massenvernichtungswaffen gibt. Und der amerikanische Außenminister, der Colin Powell, der saß im UNO-Sicherheitsrat und hat noch sein kleines weißes Fläschchen hingehalten und gesagt, das ist der Beweis, es gibt Massenvernichtungswaffen. Und dann hatten die Amerikaner, vor allem die Bevölkerung, hatte Angst
Und auf der Basis dieser Angst ist man in den Krieg gezogen. Jetzt können aber die Historiker im Rückblick zeigen, dass es diese Massenvernichtungswaffen nicht gab. Übrigens haben auch ein großer Teil der Medien in den USA und in Europa haben diese Geschichte mit den Massenvernichtungswaffen einfach verbreitet, also ohne jetzt lang kritisch zu prüfen. Das heißt, die Medien sind dann auch Teil des Problems, weil sie eben die Kriegspropaganda in die gute Stube tragen. Und da finde ich sehr wichtig, dass die Medien auch das andere machen, dass sie wieder helfen, aufzuklären, dass die Leute im Rückblick verstehen, ah, der Irakkrieg, das waren Lügen. Und es ist eben nicht das einzige Beispiel. Im Buch lege ich auch dar, dass der Vietnamkrieg auf einer Lüge basiert. Das heißt, der Zwischenfall im Golf von Tonkin 1964, der hat so nicht stattgefunden. Nun ist der Irakkrieg sicherlich unstrittig, dass das auf einer Lüge basiert hat. Sie präsentieren aber auch andere Beispiele, wo es, naja, unterschiedliche Meinungen gibt. Muss man nicht sagen, es ist für einen Staat auch vollkommen legitim und auch vielleicht gar nicht US-spezifisch zu sagen, wir haben bestimmte Interessen, die wollen wir durchsetzen. Und das gilt ja möglicherweise auch für viele andere Staaten der Welt. Ja, das ist absolut richtig. Also jeder Staat hat Interessen. Die Schweiz hat auch Interessen und Guatemala hat auch Interessen und Mexiko auch, Deutschland auch. Das ist richtig. Aber man muss sich schon daran erinnern, dass man am Ende des Zweiten Weltkrieges 1945, nachdem die USA auch Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten, ist man zusammengekommen und man hat sich gefragt, ja, wie kommen wir als Menschheitsfamilie aus dieser Gewaltspirale raus? Und dann hat man die UNO-Charta verfasst. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Dokument für die moderne Geschichte. Und in der UNO-Charta steht eben im Artikel 2, alle Mitglieder und gemeint sind alle Mitglieder der UNO unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Und das bedeutet eben, dass man erkannt hat, dass wenn man Krieg als Mittel der internationalen Politik einsetzt, so wie es im Zweiten Weltkrieg der Fall war, dann führt das zu sehr, sehr großem Leid. Und dann hat man in der UNO-Charta das 1945 eben verboten, also eigentlich ein Kriegsverbot, ein Gewaltverbot. Es gab dann nur zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist Selbstverteidigung, also wenn ein Land angegriffen wird, darf es sich verteidigen. Und die andere Ausnahme ist, wenn ein Beschluss des UNO-Sicherheitsrates vorliegt, wo alle ständigen Mitglieder, also USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland, dem zustimmen und es eine Resolution gibt für einen solchen Krieg. Und das gab es weder im Vietnamkrieg noch beim Irakkrieg. Wenn ein Land aber nun sagt, wir werden bedroht, wir sind in einer Terrorgefahr, dann sind all diese Abmachungen dann oft nicht mehr viel wert. Das stimmt, aber da zeige ich eben im Buch auch, dass ich nicht an dieses Narrativ glaube, also diese Terrorgefahr, das hat man immer wieder verwendet, hat man gesagt, ja, wir müssen jetzt in Syrien intervenieren, weil da wurden Amerikaner durch Terroristen getötet. Das war ja das Narrativ von Präsident Obama, der das gesagt hat. Aber sie haben in Deutschland einen sehr guten Journalisten, den Jürgen Todenhöfer, der ist nach Syrien gefahren und der hat mit den Terroristen gesprochen, also einfach mit den radikalen Muslimen und hat gesagt, ja, woher habt ihr überhaupt die Waffen? Und die haben gesagt, ja, wir haben sie von den moderaten Muslimen. Und dann hat er gesagt, ja, woher haben denn die Waffen? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben die von den Amerikanern. Und das heißt, die Amerikaner haben auch im Syrienkrieg eigentlich alle Gegner von Assad bewaffnet, weil sie ihn stürzen wollten. Das war eine CIA-Operation, die heißt Timber Sycamore. Die Dokumente sind jetzt zugänglich. Das war eine der größten CIA-Operationen. Man hat zum Teil auch Waffen aus Libyen über die Türkei nach Syrien hineingeschleust. Und das ist eben illegal. Also man darf nicht in einem Land einfach Guerillas oder Terroristen oder Freiheitskämpfer, wie sie sie auch immer nennen wollen, das sind immer die gleichen, bewaffnen. Wobei wir da auch sagen müssen, bei Syrien dürfen wir nicht verschweigen, auch die Russen sind da mit drin und setzen Menschenleben aufs Spiel. Da haben Sie recht, aber die Chronologie ist eben die, dass eigentlich zuerst die CIA reingeht und sozusagen einen verdeckten Krieg führt, dann ab 2014 bombardiert Obama und ab 2015 bombardiert Putin. Und das ist dann eigentlich ein Kampf der Großmächte und der ist sehr, sehr gefährlich, weil sowohl Russland wie auch die USA Atombomben haben. Und darum weise ich ja immer wieder darauf hin, dass es viel klüger wäre, wenn wir uns an das UNO-Gewaltverbot halten würden. Sie sprechen die Atombomben an. Gegenwärtig lagern rund 14.000 Atombomben auf der Welt, die meisten davon in Russland und den USA, die beide über mehr als 6.000 Atombomben verfügen. Das Arsenal der Zerstörung ist riesig, schreiben Sie. Man könnte aber auch sagen, gerade diese Tatsache der gegenseitigen Bedrohung ist eine Art Versicherung.
Ja, das Gleichgewicht des Schreckens nennt man ja das auch. Es ist aber auf der Ebene zwischen Russland und zwischen den USA funktioniert das, oder zwischen Russland und China funktioniert das. Das heißt, zwischen den Atommächten kann man dieses Argument, das Sie jetzt einbringen, durchaus so einbringen. Aber zwischen den kleineren Ländern funktioniert es ja nicht. Also Libyen zum Beispiel hatte keine Atombomben und wurde von Frankreich, das ist eine Atommacht, von den USA ist eine Atommacht und von England auch eine Atommacht 2011 eigentlich eingeäschert. Und jetzt sagen natürlich viele kleinere Staaten, sagen ja, wenn jetzt Gaddafi 2011 die Atombombe gehabt hätte, ja, dann hätten die das vielleicht nicht gemacht. Und dieses Argument führt dann aber dazu, dass man eigentlich weltweit eine Verbreitung von Atomwaffen sieht, wenn man sagt, ja, sicher ist man nur, wenn man die Atombombe hat. Und darum teile ich das Argument nicht. Also ich fände es falsch, wenn jetzt 193 Länder, so viele Länder gibt es auf der Welt, zum Schluss kommen, wir müssen Atombomben bauen. Im Übrigen ist es verboten, weil es ja den Atomwaffensperrvertrag gibt. Auf dem Fliegerhorst Büchel an der Grenze zu Belgien und Luxemburg lagern 20 Atombomben, die den USA gehören, der SPD-Chef. Ja. Und ich glaube, auch der Fraktionsvorsitzende hat diese Woche gesagt, wir fordern den Abzug. Sind Sie auch dafür? Ja, da bin ich auch dafür. Ich finde es falsch, dass in Deutschland Atombomben lagern, welche die USA kontrollieren, weil das ist natürlich immer eine strategische Frage. Wo liegen diese Atombomben? Und ich finde es einfach ein Zeichen der Souveränität für Deutschland, wenn man ganz klar gegenüber den USA sagt, bitte nehmt die Atombomben zu euch nach Hause. Aber besteht nicht die Gefahr, dass dann Staaten am östlichen Rand bereitwillig sagen, wir nehmen diese US-Atomwaffen gerne auf? Wenn man das machen würde und Deutschland sagen würde, wir wollen die Atomwaffen nicht mehr, dann würde die EU doch über kurz oder lang auseinanderbrechen. Das glaube ich nicht, dass die Atombomben die EU zusammenhalten. Und sonst fände ich das bedenklich. Also wenn die EU nur durch Atombomben zusammengehalten wird, dann ist sie nicht viel wert. Also natürlich, wenn Sie aus Deutschland entscheiden, wir wollen keine amerikanischen Atombomben auf unserem Boden. Also diese Forderung unterstütze ich. Es gibt ja noch weitergehende Forderungen. Es gibt die Forderung, dass man sagt, die Amerikaner sollten auch ihre Militärstützpunkte in Deutschland schließen. Auch diese Forderung unterstütze ich. Ich weiß, ich bin da nicht im Mainstream. Aber es war immer ein Zeichen der Souveränität eines Landes, dass es keine fremden Soldaten auf dem eigenen Boden hat. Und man muss ja auch umgekehrt sagen, Deutschland hat auch keine Soldaten in Florida oder in Kalifornien oder in Idaho. Also diese Diskussion wird ja nicht nur in Deutschland geführt, sie wird auch in Japan geführt oder in Südkorea, weil diese drei Länder, Deutschland, Südkorea und Japan, sind die am stärksten besetzten Länder der Welt. Und einfach um das mal ein bisschen in den Kontext zu setzen, die USA haben mehr als 4.500 Militärbasen, wenn man jetzt nur die großen zählt. 4.000 Militärbasen sind in den USA und 500 sind auf der ganzen Welt verteilt. Und von diesen 500 sind 190 in Deutschland. Das ist schon, Deutschland ist nicht irgendein Land auf der Welt. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass von Atomwaffen auf deutschem Gebiet gar nicht so eine große Gefahr ausgeht und wenn wir andere Player auf der Welt anschauen, wie Sie das ja auch eben gemacht haben, deren Aufrüstung wir begegnen wollen, das ist ja ein richtiger Wettlauf inzwischen. Verschenken wir dann nicht einiges an Argumentationskraft, sag ich mal, und Argumentationsmacht, wenn wir uns neutral halten? Nein, also die Schweiz verhält sich, ich sage jetzt nicht immer und überall neutral, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt sehr viel Argumentationskraft verschenkt haben dadurch, sondern es ist eigentlich sogar eine gute Position, neutral zu sein. Ich finde es auch eigentlich eine gute Position, wenn man die eigenen Soldaten innerhalb der Landesgrenzen hat. Also wenn man nicht die Bundeswehr nach Afghanistan schickt und nicht in den syrischen Luftraum. Weil wenn man die Soldaten als reine defensive Armee im eigenen Land hält, ja, dann bleibt man auch diesem Grundsatz treu, nie wieder Krieg oder vom deutschen Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Und da haben wir einfach in den letzten 20 Jahren, also vor allem seit 99 Bombardierung von Serbien, übrigens von den USA angeführt, von Clinton, aber Schröder und Fischer haben mitgemacht. Und das war einfach illegal. Es ist ein Verstoß gegen die UNO-Charta. Also da haben wir in den letzten 20 Jahren meiner Meinung nach eine verhängnisvolle Entwicklung. Und natürlich, ich halte viele Vorträge auch in Deutschland, da kommen auch Bundeswehrsoldaten und die kommen in Zivil und die wollen einfach wissen, ja, warum sind wir eigentlich in Afghanistan? Und das können sie nicht verstehen, wenn sie nicht den amerikanischen Imperialismus und überhaupt die Großmachtpolitik der USA anschauen, weil Deutschland wollte nicht selber dorthin gehen, sondern die Amerikaner haben gesagt, wir gehen und Deutschland ging mit.
SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Heute ist unser Gast Daniele Ganser. Das Buch trägt den Titel Imperium USA, Untertitel Die skrupellose Weltmacht und ist erschienen bei Aurel Füssli. 0681 65 100 ist die Nummer im Studio. Wir haben ganz viele Hörerfragen. Wir hören mal eine erste. Die USA sind sicher kein monolithischer Block. Würde der Autor dazu tendieren, die Zweifel, die er an 9/11 ausgedrückt hat, mit der Sprengung des dritten Gebäudes eventuell zu interpretieren als Verschwörung eines Teils der amerikanischen Regierung, zum Beispiel der Geheimdienste? Oder wie wird das interpretiert? Bitte mal genauere Auskünfte. Nun muss man vielleicht sagen, diese Sprengung des dritten Gebäudes, die erwähnen Sie auch im Buch. Sie sagen ja. Im Buch aber auch, es gibt eigentlich keine wirklichen Beweise dafür, dass das gesprengt wurde. Es ist also ja ein Denkanstoß von Ihnen. Sie sagen, es gibt auch mögliche andere Erklärungen, warum dieses dritte Gebäude zusammengefallen ist und warum Sie sagen, dass da nicht so eine Aufmerksamkeit eigentlich direkt danach auf diesem Gebäude lag. Wie ist Ihre Erklärung dafür? Ja, also das ist eine sehr gute Frage von diesem Hörer. Vielleicht das kurz erklären möchte. Also zuerst muss man erklären, am 11. September 2001 ereigneten sich die größten Terroranschläge der Geschichte. 3000 Tote, es hat nie einen größeren Terroranschlag in der Geschichte gegeben. Darum ist es klar, dass die Historiker das genau anschauen. Der zweite Punkt ist, die meisten Menschen haben in Erinnerung, dass zwei Flieger in zwei Türme geflogen sind in New York. Das sind die sogenannten Twin Towers, WTC-1 und WTC-2, und dass die Türme dann zusammengestürzt sind. Was wenig bekannt ist, ist, dass ein drittes Gebäude, WTC-7, auch eingestürzt ist am 11. September 2001, ohne dass es durch ein Flugzeug getroffen wurde. Und das ist natürlich dann ja merkwürdig. Und dann müssen die Historiker hingehen, und da gab es lange eine Diskussion. Ist das wegen Feuer eingestürzt oder ist das wegen Sprengung eingestürzt? Und diese Diskussion dauert bis heute an. Aber es gibt jetzt eine neue Studie von der Universität Alaska, die sagt, Feuer kann es nicht gewesen sein und das bedeutet Sprengung. Und das schreibe ich im Buch auch. Also ich denke, diese Studie von der Universität Alaska, die jetzt übrigens im März 2020 rausgekommen ist, aber wegen dieser Corona-Pandemie eigentlich ganz wenig Aufmerksamkeit nur erhalten hat außerhalb von Fachkreisen. Also diese Studie von Leroy Halsey zeigt meiner Meinung nach überzeugend, WTC-7 wurde gesprengt. Und darum schreibe ich das auch im Buch. Was würde das dann implizieren? Also, das bedeutet, dass man eine Sprengung vorbereiten muss. Also eine Sprengung ist ja nicht etwas, das man dann so schnell am Nachmittag noch installiert, sondern das muss schon Tage vorher installiert werden. Also Sie wollen sagen, interessierte Kreise haben das dann vorbereitet, um letztlich mit so etwas dann auch etwas wie den Krieg gegen den Terror zu rechtfertigen. Ist das Ihre These? Also meine These ist einfach, es wurde gesprengt. Und dann muss man sehr vorsichtig sein, wenn man nicht weiß, wer es gesprengt hat. Weil das ist ja auch die Frage des Hörers, der angerufen hat. Ich weiß es nicht, wer es gesprengt hat. Aber man muss zuerst mal sozusagen darüber schlüssig werden, wer sonst als Experte zum Schluss kommt, es wurde gesprengt. Weil das ist ja im Moment überhaupt noch nicht diskutiert. Und der Hörer, der gefragt hat, hat gesagt, ja, man müsse doch dann auch differenzieren. Die USA sind doch, das sind ja sehr viele Menschen. Wer kommt da überhaupt in Frage? Und da hat er natürlich recht. Es sind 330 Millionen Menschen in den USA. Und das, was der Präsident Eisenhower 1961 gesagt hat, war die Formulierung, es gibt einen militärisch-industriellen Komplex. Das heißt, es gibt einen Teil in den USA, der von Rüstungsausgaben profitiert. Der braucht immer wieder einen Feind. Das hat er 61 gesagt. Und wenn ich das als Historiker lese, dann erkläre ich mir das so, dass natürlich die Rüstungsindustrie ein Interesse hat, dauernd immer wieder neue Feinde zu haben. Und als die Sowjetunion mit dem Mauerfall zusammenbrach, war halt die Möglichkeit zumindest da, dass aus diesen Kreisen ein neuer Feind geschaffen wird. Aber ich kann Also der Hörer hat ja gesagt, man müsste sagen, wer dann das gemacht hat, das kann ich auch nicht genau sagen. Man muss aber auch da ja bei den Fakten bleiben. Ein anderer Hörer hat uns vor der Sendung zu dem Thema geschrieben, Ganser begründet seine These, also von dem World Trade Center 7, von dem dritten Gebäude, mit einer Studie, in der nicht von einer Sprengung etwas drinsteht und dessen wissenschaftlicher Gehalt gleich ist einer Studie der Flat Earth Society. Diese sogenannte Studie wurde gar nie in einem wissenschaftlichen Fachjournal publiziert. Wenn man deren Quellen anschaut, YouTube, sonst Webseiten und Pseudo-Journals, wird ja schnell klar, wieso das nie und nimmer wissenschaftlich publiziert wird. Das würde nicht mal für eine Semesterarbeit reichen, schreibt dieser Hörer. Ist das da was sehe ich dran? Natürlich, nee, das sehe ich völlig anders. Also ich meine,
also man muss vielleicht schrittweise vorgehen. Der erste Punkt ist ja, ist dieses Gebäude eingestürzt? Da sind sich alle einig. Da wird der Mann, der dies oder die Frau, die das gesagt hat, einig sein. Und dann wird man am zweiten Punkt wird man sagen, ja, wenn ein Gebäude einstürzt, braucht es eine Ursache. Sind alle an Bord? Ja, da sind wieder alle an Bord. Jeder sagt, es braucht eine Ursache. Der dritte Punkt ist, dass man sich fragt, ja, ist denn in dieses WTC-7 ein Flugzeug reingeflogen? Und da sind wieder alle an Bord, die das wirklich genau untersucht haben. Nein, da ist kein Flugzeug reingeflogen. Der vierte Punkt ist, ja, wie ist denn der Einsturz des Gebäudes? Wie lange hat das gedauert? Das ging in 7 Sekunden runter, darunter, und jetzt, das ist sehr wichtig, 2 Sekunden im freien Fall. Das wird auch vom National Institute for Standards and Technology bestätigt, dass 2 Sekunden freier Fall sind. Das Gebäude hat aber 81 Stunden. Stahlträger. Jetzt muss man sich fragen, ja, wenn ein senkrechter Stahlträger in den freien Fall übergeht und es sind 81 von diesen Stahlträgern, dann müssen die gleichzeitig und wirklich gleichzeitig in der gleichen Sekunde ihre Stabilität aufgeben. Und diese Studie von Leroy Halsey von der Universität Alaska, die kann man nicht einfach so beiseite wischen und sagen, das ist Blödsinn, sondern er hat natürlich, und das stimmt, er hat vorsichtig formuliert, er hat gesagt, alle Träger müssen gleichzeitig weg, ein Feuer kann das nicht. Und es stimmt, was der Leser schreibt. Der Leroy Halsey hat nicht geschrieben, Sprengung. Aber das ist das Einzige, was bleibt. Herr Ganser, wir sind nun beide keine Baustatiker, und wenn wir uns da jetzt über irgendwelche Einzelheiten streiten, es gibt auch im Netz, wenn man mal guckt, auch seriöse Quellen, die sagen, es waren mehr als 2 Sekunden, die dieses Gebäude gebraucht hat, als es zusammengefallen ist. Und es gibt sieben Sekunden für den ganzen Es gibt auch Leute, die sagen, es ist eben wahrscheinlich, dass herumfliegende Trümmerteile dieses Gebäude schon vorher getroffen haben und dass man das auf dem Video nicht sieht. Es muss sich wahrscheinlich jeder sein eigenes Bild machen. Auch da kann ich empfehlen, es gibt auch jede Menge Dokumentationen, auch zu diesem Gebäude, auch vom ZDF. Ja. Und wenn man die vielleicht parallel zu Ihrem Buch liest, dann ist das hier vielleicht ein großer Erkenntnisgewinn. Können wir so verbleiben? Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Jeder muss sich selber ein Bild machen, ganz klar. Dann hören wir eine nächste Hörerfrage. Eine politische Spruchweisheit besagt, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Meint der Autor, dass die US-Amerikaner wirklich einen Präsidenten wie Donald Trump verdient haben? Herr Ganser. Ja, es ist natürlich so, dass die Auswahl in den USA, wenn sie einen Präsidenten wählen, immer so ist, dass jemand aus der Oberschicht überhaupt nur gewählt werden kann. Also die USA, das schreibe ich im Buch auch, sind meiner Meinung nach eine Oligarchie, also eine Staatsform, wo nur ganz wenige Oligoi wirklich etwas zu sagen haben. Das ist eigentlich, begründe ich so, dass Jimmy Carter, der war Präsident in den 70er Jahren, gesagt hat, wenn Sie Präsident werden wollen, müssen Sie mindestens 300 Millionen Dollar haben, um überhaupt in den Wahlkampf einzusteigen. Sie können nicht sagen, ich habe 50.000, kann ich mitmachen, sondern da haben Sie einfach keine Chance. 300 Millionen. 300 Millionen, und das ist die untere Grenze, hat Jimmy Carter gesagt. Und Jimmy Carter hat dann, das war eine Diskussion mit Oprah Winfrey, und er hat dann auch gesagt, die USA sind jetzt eine Oligarchie, das heißt, mächtige Menschen wie ja die reichsten Männer in den USA sind natürlich Bill Gates, Jeff Bezos und Zuckerberg, und das sind Warren Buffett, das sind wirklich die Milliardäre, die haben den Einfluss, die können sich Medien kaufen, die können Thinktanks gründen, die können Spenden überweisen, meistens sowohl an die Demokraten wie auch an die Republikaner. Und das ist sicher im Hintergrund das, was in den USA das große Problem ist, dass eigentlich meiner Meinung nach am Schluss nicht die Besten sozusagen Präsident werden. Also einer, den ich richtig gut fand, war Kennedy, aber der wurde ja erschossen. Und seither, muss ich sagen, bin ich eigentlich enttäuscht von dem Präsidenten der USA. Und dass eigentlich am Schluss Männer auf diesen Posten kommen, welche sozusagen den Oligarchen dienen oder selber Oligarchen sind. Und ich weiß, es ist eine Sprachregelung, die eigentlich in Europa nicht verwendet wird, aber es ist halt so, dass in den USA, und das sind auch umfassende Studien in den USA selber gemacht worden, dass eigentlich die Unterschicht und die Mittelschicht überhaupt keine Möglichkeit hat, zum Beispiel über den Irakkrieg abzustimmen. Es gibt keine direkte Demokratie, sondern man darf wählen, aber diejenigen, die zur Wahl ausgestellt sind, sind meiner Meinung nach nicht die Besten, sondern die, welche den Oligarchen passen. Sie nennen sich ja selbst Friedensforscher und sprechen auch für die Friedensbewegung. Wenn wir bei diesem aktuellen Präsidenten Trump mal bleiben, wie schaut denn die Friedensbewegung auf Trump? Müsste man ironischerweise nicht sagen, seine Neigung zum Isolationismus gefällt der Friedensbewegung und ist eigentlich ganz gut?
Es gibt natürlich keine einheitliche Position der Friedensbewegung, wie es keine einheitliche Position der Ärzte gibt. Also das ist natürlich ein Begriff, den ich verwende. Die Friedensbewegung sagt einfach grundsätzlich, man sollte Konflikte ohne Gewalt lösen. Und das ist auch meine tiefe Überzeugung, dass wir im 21. Jahrhundert die Konflikte ohne Gewalt lösen sollen. Und natürlich, beim Präsident Trump gibt es etwas, was ich sehr bedenklich finde. Er hat die Militärausgaben auf 740 Milliarden Dollar raufgeschraubt. Das ist schon eine Riesenstange Geld. Das sind also 2 Milliarden pro Tag, wenn man sich das mal klar macht. Das heißt, das ist etwas, was ich bedenklich finde. Ich denke nicht, dass wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert eben mit Flugzeugträgern und Massenüberwachung und Bomben lösen können. Aber genau in diese Richtung hat er das Geld geschoben. Auf der anderen Seite, und da haben Sie recht, das muss man Trump auch zugute halten, er hat nicht den Irak überfallen, das hat ja Bush gemacht, oder er hat nicht Libyen überfallen, das hat ja Obama gemacht. Er hat auch nicht Afghanistan angegriffen, das hat ja wiederum Bush gemacht. Das heißt, seine Vorgänger haben Kriege begonnen und er hat eigentlich keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen. Er hat versucht, in Venezuela die Regierung zu stürzen. Gerade jetzt in den letzten Wochen gab es wieder eine verdeckte Operation, wo man dann nicht ganz sicher ist, hat das der Trump auch abgesegnet oder war das nur diese private Sicherheitsfirma, die in Venezuela gelandet ist und versuchte, Maduro zu stürzen. Aber unter dem Strich im Moment, muss ich sagen, hat Trump im Syrienkrieg zwar weitergemacht, also er hat Syrien auch wieder bombardiert, was er eigentlich nicht darf, aber er hat den Syrienkrieg nicht angefangen, den hat Obama angefangen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Die Menschen in den USA haben meines Erachtens ein Dilemma. Mit europäischer Brille betrachtet, verdanken sie ihrer Existenz der Übernahme von Land, das ihnen eigentlich nicht gehörte. Streng genommen sind sie bis heute heimatlos und damit geradezu zum Imperialismus verdammt. Das heißt unterschwellig in ständigem Angriffsmodus. Wie sieht das der Autor? Ja, also ich finde, das ist sehr treffend gesagt. Also die Schätzung, also 1492 ist ja sozusagen Kolumbus über den Atlantik gesegelt. Das lernt man alles in der Schule und sogar noch in der Universität wird das auch wiederholt. Und das ist ja auch so richtig. Das heißt, um das Jahr 1500 fängt überhaupt erst die Besiedlung von Nordamerika durch Europäer an. Jetzt das Wesentliche zu verstehen ist, als die Europäer über den Atlantik fuhren, war ja Nordamerika nicht unbesiedelt, sondern da lebten die Indianer, ganz verschiedene Apachen, Sioux, Cheyenne etc. Und es waren geschätzt etwa 6 Millionen, bevor also die Europäer rüberkommen. Also das Land war viel, viel weniger besiedelt als heute. Heute sind ja 330 Millionen Menschen dort, früher 6 Millionen. Das heißt jetzt einfach mal nördlich vom Rio Grande bis USA und Kanada, der heutige Raum. Und dann um 1900 waren nur noch weniger als 1 Million Indianer da. Das bedeutet, wir haben 4 Millionen bis 5 Millionen tote Indianer in den Indianerkriegen. Viele sind übrigens gerade jetzt, wenn wir mehr über Viren sprechen, viele sind auch an Krankheiten gestorben, die von den Europäern eingeschleppt wurden. Und das bedeutet eben, dass diese, ja, das ist eigentlich die Ursünde. Noam Chomsky, ein amerikanischer Intellektueller, den ich auch in Boston schon getroffen habe, nennt das die Ursünde. Und da hat der Leser, der diese Frage gestellt hat, absolut recht. Die sind auf einem Boden, wo sie wissen, dass sie die vorher dort gelebt haben, getötet und vertrieben haben. Die Indianer wurden ja immer wieder vertröstet. Man hat dann ihnen gesagt, geht über diesen Hügel, dort hinten hat es noch genügend Jagdgründe und da lassen wir euch in Ruhe. Und dann 10 Jahre später hieß es wieder, geht noch ein bisschen weiter, bis man sozusagen beim Pazifik war. Und man hat wirklich zum Beispiel in Kalifornien ein Genozid gemacht. Also die Historiker in den USA haben das auch aufgearbeitet. Mhm. Und es gibt auch gewisse Filme, die das aufarbeiten. Aber es ist ein schwieriges, es ist ein trauriges Kapitel. Und ich kann mir vorstellen, dass das psychologisch weiter wirkt bis heute. Trotzdem ist es natürlich ein weiter Bogen in dem Buch. Wenn das losgeht bei den Indianern und in der Gegenwart endet, sehen Sie da wirklich dann noch Bezüge? Also dass das eine auf das andere irgendein Licht wirft? Ja, schon. Also das Buch deckt wirklich diese 400 Jahre ab. Also das ist 1607, wurde ja die erste Siedlung aufgebaut. Und ich möchte da eben auch erklären, dass der amerikanische Imperialismus eigentlich aus dem europäischen Imperialismus heraus wächst. Weil das muss man jetzt nicht isoliert sehen, sondern zu dieser Zeit waren ja die Spanier und die Portugiesen die großen Kolonialmächte. Und die Briten haben erst danach eigentlich als Imperium im Norden von Amerika
Amerika Fuß gefasst und die Spanier und die Portugiesen haben sich Südamerika und Mittelamerika aufgeteilt. Sieht man ja auch heute noch sehr, sehr gut, wenn man die Sprachen anschaut, die in Nord- und Südamerika gesprochen werden. Das ist Englisch, das ist ein bisschen Französisch in Quebec und das ist dann Spanisch und Portugiesisch. Das sind ja alles europäische Sprachen. Und wenn man als Teenager oder als junger Mensch nach Amerika reist, kann man sich ja schon mal fragen, ja, warum sind das alles europäische Sprachen? Und die Antwort ist, weil die Europäer eben alles erobert haben. Das ist die Antwort. Und dann ist eigentlich der Kampf zwischen den verschiedenen Imperialmächten ausgefochten worden. Und das ist sehr interessant, darum lege ich das im Buch nochmal nach. Die Gruppe in Nordamerika, die am Schluss das Land in die Unabhängigkeit geführt hat, die hätte natürlich gegen das britische Imperialreich verloren, weil London wollte keine Unabhängigkeit. Aber die Franzosen haben die unterstützt und zusammen mit den französischen Imperialisten konnte man sich gegen London durchsetzen. Also dieses Ringen um Macht wird eben viel, viel klarer, wenn man es auf der langen Zeitachse anschaut. Und ich hoffe, dass der Leser davon profitiert. Ganz viele weitere Hörerfragen. Wir hören eine nächste. Geht um Waffengesetz in der USA und Freiheit. Können Sie erklären, wieso die USA das noch nicht geändert hat? Ja, das ist ein Thema in den USA, das ganz anders beurteilt wird als in Europa, weil die Amerikaner sagen, wir müssen immer aufpassen, dass wir uns gegen einen Tyrannen schützen können. Also gemeint wird hier gerade von der Waffenlobby, dass die größte Gefahr für die USA darin besteht, dass ein Tyrann an die Macht kommt, also in Washington, und dass man den dann töten muss und dass man sich gegen den wehren muss und dass man daher Waffen haben muss. Es ist ja auch sehr interessant, dass die verschiedenen Länder jetzt während dieser Corona-Pandemie ja ganz verschieden reagiert haben. Und in den USA sind tatsächlich die Waffenverkäufe raufgegangen. Ja. Also das ist etwas ganz, ganz anderes. Das Virus zu erschießen. Ja, es geht ja nicht. Aber die Diskussion um Waffen ist etwas, das wir in Europa so vermutlich nicht verstehen. Auch wenn Sie anschauen, die Demonstrationen, die es gegeben hat in den USA gegen den Shutdown, da haben sehr viele Menschen Waffen getragen. Und das dürfen sie auch. Sie dürfen Waffen tragen. Aber es wäre doch für uns in Deutschland, in der Schweiz, wäre das sehr ungewöhnlich, wenn jetzt während einer Demonstration in Berlin, gab es ja auch Demonstrationen, wenn die Leute da Waffen getragen hätten. Also das ist etwas ganz, ganz anderes in den USA als in Europa. Ich bin ja in der Schweiz und in der Schweiz ist es so, dass wenn Sie Militärdienst leisten, und der Militärdienst ist in der Schweiz obligatorisch, also wir haben eine Milizarmee, dann haben Sie am Schluss des Militärdienstes, es ist dann die Frage, ob Sie die Waffe behalten, ob Sie sie zu Hause haben oder ob Sie sie wieder zurückgeben. Und ich hatte einige Jahre auch meine Militärwaffe zu Hause, als ich im aktiven Militärdienst war, aber man hat dann eben die Verantwortung, dass wenn irgendjemand diese Waffe entwendet und damit jemanden tötet, dann ist man haftbar. Und darum ist es in der Schweiz so, dass man dann die Waffe und die Munition immer separat aufhält. Aber wir haben auch in der Schweiz Waffen zu Hause. Ich habe sie dann am Schluss zurückgegeben und habe gesagt, das Risiko ist mir zu groß. Und das kann man auch, man kann sie gut zurückgeben. Es gibt auch andere Schweizer, die leisten keinen Militärdienst. Aber ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ja, Waffe zu Hause haben heißt nicht, dass man damit jemanden tötet. Aber auf der anderen Seite, der Hörer hat sich ja auch im Kopf und hat das vielleicht auch im angedeutet, dass es ja sehr, sehr viele Tote gibt durch Schusswaffengebrauch in den USA. Und es ist ja auch ein bisschen absurd, wenn dann nach einem Highschool-Shooting argumentiert wird, wenn die Lehrer besser bewaffnet wären, dann könnte sowas alles gar nicht passieren. Das kommt ja einem aus unserer Sicht sehr fremd vor. Ja, das ist dieses Argument, wir müssen halt noch mehr Waffen haben. Das ist aber das gleiche Argument hatten wir vielleicht vorher schon mit den Atombomben. Also das ist dieses Argument, wenn wir ein Problem haben, müssen wir einfach noch mehr vom Gleichen und dann ist wieder stabil. Also alle Lehrer mit noch schnelleren Waffen ausrüsten und Schusswaffendetektoren und so weiter. Und wenn man aber als Mensch schon lange eigentlich Konflikte erlebt, und wir alle erleben ja Konflikte in der Familie, mit Freunden, mit Partnern, im Geschäft, auf der Straße, im Straßenverkehr, überall erlebt man immer wieder Konflikte. Also Konflikte sind etwas Normales, das gehört ja auch zum Leben. Aber das Wesentliche ist doch, dass wir lernen, diese Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Und das bedeutet eben, wenn wir unbewaffnet sind, sind wir in einer viel besseren Position, eigentlich einen Konflikt ohne Gewalt zu lösen, weil diese Option, den anderen zu erschießen, die liegt ja dann gar nicht da.
sondern man ist an das Wort gebunden, so wie wir jetzt auch im Gespräch sind. Also ich sage immer, das Gespräch ist ja letzten Endes die große Qualität des Menschen, wo der eine sagen kann, ich sehe es so und der andere sagt, ich sehe es anders. Und am Schluss kann man auch sagen, okay, wir sehen es halt nicht gleich, aber es gibt keinen Grund, sich dann sozusagen zu töten. Genau, zu einem Gespräch gehört auch Kritik. Ich habe vor der Sendung auch ein paar Mails mit Kritik an Ihrer Person bekommen. Die möchte ich jetzt nicht verschweigen. Manche halten Sie, Daniele Ganser, für einen Verschwörungstheoretiker, der die historischen Fakten sehr selektiv auswertet. Also am Beispiel von World Trade Center 7 zum Beispiel. Und der obendrein auch Geld damit verdient, indem er in Vorträgen sein Publikum mit Thesen bedient, die oft nicht mehr als Mutmaßungen sind, wird da geschrieben. Wie begegnen Sie denn dieser Kritik? Also wenn jemand sagt, ich bin ein Verschwörungstheoretiker, dann sage ich ihm einfach, schauen Sie, es hat in der Geschichte immer wieder Verschwörungen gegeben. Also vor 2000 Jahren wurde ja Cäsar umgebracht. Die haben dem Cäsar nicht gesagt, du, morgen bringen wir dich um, sondern die haben sich eben im Geheimen abgesprochen. Das ist eine Absprache von zwei oder mehr Menschen, um jemanden umzubringen. Das ist eine Verschwörung. Und das ist ja der Punkt, dass man dann einen Teil der Bevölkerung wirklich einfach in der Naivität lässt und sagt, so was gibt's nicht. Aber im Buch beschreibe ich auch zum Beispiel die Iran-Contra-Affäre, das ist ein ganzes Kapitel dazu. Da haben die USA an den Iran Waffen verkauft, obwohl sie selber eigentlich ein Embargo ausgesprochen hatten, das genau das verbietet. Dann haben sie mit den Einnahmen aus diesem illegalen Waffenverkauf haben sie in der Schweiz ein geheimes Konto gefüttert und aus diesem geheimen Konto haben sie dann in Nicaragua die Contras bewaffnet und finanziert und denen den Auftrag gegeben, die Regierung in Nicaragua zu stellen. Eine völlig abgefahrene Geschichte, aber belegt ist eine Verschwörung. Das hat man lange hat man gesagt, ja nein, das ist ja verrückt und das kann ja nicht sein und wer denkt sich denn sowas aus? Aber Ich muss als Historiker diese Phänomene beschreiben und das waren Verschwörungen. Also die CIA hat auch im Kongo Lumumba umgebracht. Das war der erste gewählte Präsident. Das ist ja verrückt. Oder wenn man dann sieht, die CIA hat mit der Mafia zusammengearbeitet, um Fidel Castro umzubringen. Hat nicht funktioniert. Fidel Castro hat das alles überlebt. Aber als Historiker bin ich immer wieder mit dem Phänomen Verschwörung konfrontiert, weil es eben geheime Absprachen gibt in der internationalen Politik. Ich habe noch eine Nachfrage zu Ihrer Person von einem Hörer. In einem Atemzug werden Sie mit den Begriffen Konspirationismus, Anti-Amerikanismus und Glorifizierung Russlands, Populismus bis hin zum rechten Nationalismus genannt. Sind für Ihre Ziele schärfere Abgrenzungen und glaubhaft bekundete Distanzierungen als rote Linien, insbesondere nach rechts, nicht erforderlich? Fragt der Hörer Martin Rees. Ja, also ich sage immer, wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sollten uns untereinander nicht töten. Und das ist eine ganz klare Ansage, dass ich keinerlei von Spaltung anhänge. Also ich habe Vorträge, da kommen sehr, sehr viele Ausländer, vor allem aus den bombardierten Ländern, weil die sagen, endlich sagt das mal jemand, das wird ja immer unter den Tisch gekehrt. Und wenn man mir dann sagt, das ist irgendwie rechts oder es ist links oder es ist oben oder es ist unten, das ist es alles nicht. Es ist eben Menschheitsfamilie. Ich bin dem Prinzip UNO-Gewaltverbot verpflichtet, das heißt, wir sollten die Probleme ohne Gewalt lösen. Also Sie distanzieren sich auch von rechtem Nationalismus, wenn Sie da Anhänger haben, ja, die klar, auf Ihren Veranstaltungen sind. Ja. Nein, also man muss es so sagen, wenn Sie einen Vortrag haben, da kommen 1000 Leute, da distanzieren Sie sich von überhaupt niemandem. Sie machen auch zuerst nicht eine Umfrage, wer hier im Raum was gewählt hat und distanzieren sich dann vielleicht von Nichtwählern, wenn Sie sagen, das ist falsch. Sondern es geht ja eigentlich um einen Gedankenaustausch und ich distanziere mich nie von meinen Zuhörern. Ich freue mich, wenn die kommen, aber die kommen aus ganz verschiedenen Lagern. Da kommen junge Mädchen, 15 Jahre alt, da kommen 80-jährige alte Männer, die sagen, ich habe noch am Schluss des Zweiten Weltkrieges auf den Trümmern gespielt oder da kommen Bundeswehrsoldaten oder da kommen vegane Bodybuilder, also hallo, da kommen so viele verschiedene Menschen. Man darf die nicht in einen Topf werfen, aber was man dann wirklich verstehen muss, ist, dass die Leute die Kriegslügen satt haben und die sehen ja auch, dass immer wieder gelogen wurde. Also sie haben das schon angesprochen, die ABC-Lüge vor dem Irakkrieg, das ist Common Sense. Aber auch die Operation Timber Sycamore, die verdeckten Operationen in Syrien, das kommt jetzt mit der digitalen Revolution, wo sich die Leute einfach auch online selber recherchieren und schlau machen, kommt das natürlich immer mehr. Und ich möchte mit meinem Buch einfach dazu beitragen, dass die Leute sich einen systematischen Überblick über das leider sehr gewalttätige, die Vergangenheit machen können. Wir hören eine nächste Frage.
Guten Morgen. Sind die USA auch die dominierende Macht im Bereich Computer, Internet, Digitalität? Oder gibt es inzwischen andere Mächte, die Ihnen diese Position streitig machen? Haben Sie sich diesem Thema auch gewidmet? Ja, also die USA waren auf jeden Fall lange Zeit führend. Das ist das Phänomen des sogenannten Silicon Valley. Silicon Valley ist ein Bereich von Kalifornien und diese ganzen digitalen Firmen, die eigentlich die Welt jetzt sozusagen beherrschen, wenn sie wollen, und dann einfach einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Also Google, Facebook, Apple und Microsoft. Also das sind ja alles große Firmen, die natürlich eine riesen Macht haben. Die kommen aus dieser Ecke. Jetzt gibt es aber auf jeden Fall eine Herausforderung, das ist China. Und darum habe ich auch ein Kapitel im Buch, das heißt Digitales Imperium. Und da erkläre ich, dass die USA versuchen, alle Daten abzugreifen, die sie können, weil das ist natürlich ein Teil der Macht, dass man sozusagen weiß, wo die Leute sind, was sie diskutieren. Und die National Security Agency, die NSA, die sammelt sehr, sehr intensiv Daten. Das ist auch der Edward Snowden, der uns über diese Zusammenhänge nochmal vertieft informiert hat. Aber das war auch schon früher in der historischen Forschung klar. Aber die Chinesen sind jetzt sozusagen der Herausforderer. Die haben ja auch sehr, sehr viele amerikanische Firmen verbannt aus dem chinesischen Land und haben ihre eigenen Suchmaschinen aufgebaut, ihre eigenen digitalen Kommunikationskanäle. Also Facebook und Google sind verbannt aus China, und die chinesische Kommunistische Partei hat ihre eigenen Systeme aufgebaut und versucht, das Gleiche zu tun wie die USA, nämlich die Bürger zu überwachen und Daten zu sammeln. Und meine Position ist die, ich finde das beides falsch. Also ich finde es falsch, dass die USA versucht, sehr, sehr viel Daten zu sammeln. Also William Binnis, der ist ein früher NSA-Mitarbeiter, sagt, die sammeln alles, die schmeißen überhaupt nie etwas weg, die bauen immer wieder größere Datenzentren. Datenfarmen, ne, wo das dann gespeichert wird alles. Genau, und dort werden einfach über jede einzelne Person werden natürlich dann Daten gesammelt, und ich finde es einfach falsch, weil wir haben ja ein Recht auf Privatsphäre, und wir hatten hier in der Schweiz mal ein Phishing-Skandal, das ist schon lange her, 1990, und da ist halt rausgekommen, dass die Schweizer Bundespolizei 1 Million Phishing auf damals 7 Millionen Einwohner. Phishing, müssen Sie vielleicht kurz sagen, was das ist? Das ist ein Kartonblatt, und da steht dann drauf der Name Daniele Ganser und dann Beruf Historiker und Geburtsdatum und Wohnort. Aber das musste man wirklich auf der Tastatur dann eintippen, ja. Und das hat einfach die Bundespolizei hat diese Registerkarten, vielleicht wäre die richtige Übersetzung für Phishing, diese Registerkarten angelegt, und das Volk hat sich dann entrüstet mal gesagt, ja, das ist doch nicht die Sache des Staates, die Leute so zu überwachen. Warum denn dieses Misstrauen? Das war 1990, und jetzt sind es 30 Jahre weiter, und jetzt sind natürlich diese ganzen Prozesse sind automatisiert. Ja. Auf Facebook machen wir unsere eigenen Akten im Prinzip. Wir legen unsere Akte freiwillig an auf Facebook. Aber Herr Ganser, vor dem Hintergrund, wäre es dann nicht doch sinnvoll, diese europäische Idee weiter zu verfolgen, dass man auch in Europa versucht, so eine Facebook-artige soziale Netzwerkinfrastruktur aufzubauen, um sich eben ein bisschen unabhängiger zu machen von den Systemen, die da aus den USA kommen? Oder ist das etwas, was man eigentlich gar nie schaffen wird? Ach doch, ich finde das interessant. Aber würde man? Ja, also der Europäer muss sich ja immer fragen, inwiefern, ja, sind wir jetzt gleich wie die USA, inwiefern sind wir gleich wie Russland, inwiefern sind wir gleich wie China? Und wo sind wir denn anders? Ja, und ich denke, es ist sicher falsch, wenn man sich einfach sozusagen den USA unterwirft und sagt, ja, ihr habt jetzt diese technischen Systeme, also überwacht uns. Also ich finde, das ist die falsche Haltung. Ich denke, man sollte da wirklich selber nachdenken und verstehen, dass im 21. Jahrhundert natürlich Daten, das ist das neue Gold. Und die Konzerne, die Daten abgreifen, geben die ja auch nicht wieder her. Und das, im Kleinen hat das schon jeder sozusagen bemerkt, wenn er mit dem Smartphone irgendein Produkt bestellt hat oder auch nur gesucht hat, dann verfolgt einem ja das Produkt 5-6 Tage lang. Und es hat ja auch Einfluss auf die Demokratie, das schreiben Sie ja auch am Beispiel des Brexit, aber auch am Beispiel der Trump-Wahl, das sogenannte Micro-Targeting, genau. Das kann gezielt genutzt werden, also bestimmte Leute kann ich aus strategischen Gründen geradezu von der Wahlurne weghalten, wenn ich ihnen was Bestimmtes einspiele, individualisiert.
Und andere kann ich durch gezielte Botschaften dazu motivieren, geht wählen. Andere, die eine strategische Also das erkläre ich in diesem Kapitel über das digitale Imperium, dass natürlich, dass man sich das mal klar machen muss, was bei Cambridge Analytica wirklich gelaufen ist, bei dieser Firma. Ja, das ist ein Skandal, der ist aufgeflogen. Nach der Trump-Wahl. Trump wurde ja 2016 gewählt, kam dann im Januar 2017 ins Weiße Haus. Und später hat man herausgefunden, dass eigentlich jene Gruppen, welche Trump unterstützt haben, die haben eine sehr, sehr genaue Analyse der ganzen Wähler gemacht in den USA. Und sie haben vor allem die Facebook-Accounts der Amerikaner angeschaut. Und zwar vor allem in den Swing States. Die USA haben ja 50 Bundesstaaten. Aber um eine Wahl zu gewinnen, muss man vor allem die Swing States gewinnen. Das sind diese Staaten, die manchmal republikanisch, manchmal demokratisch die Wahlmänner entsenden. Und dann hat man dort in diesen Swing States hat man ganz gezielt eigentlich herausgesucht, und zwar über das Facebook-Profil, welche sind denn Ängste? Leute. Und das kann man herausfinden. Also man denkt jetzt, was ängstlich? Da schreibt ja niemand auf seinem Facebook, ich bin ängstlich. Aber so funktioniert es nicht, sondern man kann die Apps und man kann die Likes und dann kann die Dislikes analysieren. Da gibt es Psychologen, die das machen und die können am Schluss sagen, ja, das ist eine unsichere Person. Und dann kann man ganz gezielt diese unsicheren Personen über die digitalen Kanäle ansprechen. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, würde nie jemand machen. Nein, das ist bewiesen, das hat man gemacht. Und es wäre eben für Historiker interessant zu sehen, wie genau wurden die Leute angesprochen. Also man hat dann meistens, also Daten, die wir jetzt wissen, ist zum Beispiel Crooked Hillary. Also man hat dann, Crooked heißt eigentlich ja so verbrecherisch, die Hillary ist eine Verbrecherin. Und das hat man den Leuten dann zugeschickt oder mal ihnen zugeschickt. Wissen Sie, dass Hillary Clinton Ihnen die ihre Waffe wegnehmen will? Oder wissen Sie, dass Hillary Clinton eigentlich ganz schlecht gegen das Erdbeben auf Haiti reagiert hat, um dann zum Beispiel in einem Wahlkreis in Florida, wo viele Menschen aus Haiti, also Exilmenschen aus Haiti wohnen, sozusagen diese Wähler von der Urne wegzuhalten. Und da sind sehr, sehr viele Dinge möglich im digitalen Imperium und ich denke, die gehen auch nicht mehr weg. Und darum geht das Buch eben von den Indianermorden bis zum digitalen. Ist natürlich demokratietheoretisch alles problematisch, aber es ist im Grunde ja legal, weil die Leute sind alle freiwillig bei Facebook und lassen sich ja freiwillig mit diesem Zeug, mit diesem Zeug berieseln, wollen wir mal sagen. Ja, aber das haben wir fast jeden Tag. Heißt es, okay, Cookies akzeptieren, ja oder nein? Und wir drücken ja. Also ich habe ja das auch, diese Situation. Ich lese irgendetwas, dann sagt der Internetanbieter, wir verwenden Cookies. Das heißt, wir speichern eigentlich ihr Suchverhalten und dann druckt man oft ja und man liest es auch mal gar nicht mehr. Oder wenn sie diese unglaublich langen PDFs bekommen, 16 Seiten, wir haben unsere Benutzungsbestimmungen bei Google geändert. Ja, wer liest das? Also ja, sehr oft heißt es einfach, man klickt es an und eigentlich man sitzt wirklich in der Hand dieser großen Konzerne. Und ich denke, das ist auch diese Frage. Wie kommen wir da im 21. Jahrhundert durch? Und es geht wirklich darum, die Privatsphäre zu verteidigen. Es ist meiner Meinung nach eine wichtige Sache, eine ernsthafte Sache, weil jeder Mensch ein Recht auf Privatsphäre hat. Eine nächste Hörerfrage. Eine Zentrale für Drohneneinsätze des US-Militärs in aller Welt liegt bei Stuttgart. In meinen Augen eine ganz hinterhältige Strategie, um Menschen punktgenau zu töten. Friedensbewegungen und Demonstrationen von Pazifisten helfen nicht weiter. Warum lässt die deutsche Politik dies zu? Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Es ist ja, dieses Grundprinzip ist, von Deutschland soll nie wieder Krieg ausgehen. Das ist eigentlich dieses Prinzip, das ich unterstütze. Und jetzt sieht man aber, dass die Amerikaner auf deutschem Boden, erwähnt wurde Stuttgart, aber es gibt auch Ramstein hier in der Nähe, Genau, dass sie dort natürlich Militärstützpunkte haben. Und wenn jetzt jemand denkt, diese Militärstützpunkte werden nicht genutzt, die sind so ein bisschen eingemottet und da läuft nichts, ja, dann irrt der total, weil die Amerikaner nutzen diese Militärstützpunkte, um zum Beispiel eine Drohne über Afghanistan oder Pakistan zu lenken oder auch über dem Irak. Im Irak wurde ja Qasem Soleimani, der iranische General, wurde im Januar 2020 umgebracht. Und da kommt dann wieder diese Frage, ja, darf man denn mit einer Drohne einfach jemanden umbringen? Und meine Antwort, die ich auch im Buch gebe, ist nein. Weil der Rechtsstaat ist eigentlich vom Prinzip her so aufgebaut, dass man, wenn man jemanden beschuldigt und sagt,
bist ein schwerer Verbrecher, ja, dann muss der vor Gericht gestellt werden und vor Gericht braucht er einen fairen Prozess. Das heißt, er muss einen Verteidiger haben, der muss die Argumente vorbringen, es braucht einen Ankläger, der muss die Argumente vorbringen und dann haben wir einen Prozess. Und wenn Sie in einem Land sind mit Todesstrafe, kann das tödlich enden. Die USA haben ja noch immer die Todesstrafe, aber ich bin für das Abschaffen der Todesstrafe. Man kann nicht jemanden umbringen und sagen, ich bringe dich um, weil es ist falsch, du hast jemanden umgebracht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich zurück zu den Drohnenmorden kommen. Also da ist der Präsident Ankläger und Henker in einem. Ja, und das geht nicht. Und darum unterstütze ich diese Position dieser Frau. Natürlich ist es in einem demokratischen System streng verboten, Menschen ohne Prozess und Verteidigung hinzurichten. Das ist ja ganz klar. Ja. Aber auch da haben wir ja wieder die Situation, wenn der Präsident sagt, es ist Gefahr im Verzug, ich bin jetzt unmittelbar mit meinem Land in großer Terrorgefahr, dann hat er ja auch die Möglichkeit zu sagen, das ist die Begründung dafür, dass wir das jetzt so machen. Ja klar, so macht das der amerikanische Präsident Trump, so hat das Obama gemacht und so hat das Bush gemacht. Das sind ja diese drei Präsidenten, die überhaupt über das Instrument Drohnen verfügen. Also Bush Junior, Obama und Trump sind eigentlich ein Kontinuum, was Drohnenkriege auch angeht. Ja, das amerikanische Imperium ist so oder so ein Kontinuum. Also es hat immer wieder Gewalt eingesetzt. Da finden Sie keinen einzigen Präsidenten, der keine Gewalt eingesetzt hat. Sogar mein Lieblingspräsident Kennedy hat zuerst die Invasion in der Schweinebucht gut geheißen, 61, dann als sie gescheitert ist, und das halte ich ihm zugute, hat er nicht noch sozusagen das reguläre Militär mit den Flugzeugträgern reingeschickt, weshalb er, und das ist ein einzelnes Kapitel im Buch, meiner Meinung nach dann vom Chef vom CIA der hat seine Leute zusammengetrommelt, die haben Kennedy erschossen, aber Kennedy ist wieder eine ganz andere Geschichte, also, wir haben nicht für alles Zeit, aber das, was Sie eben richtig sagen, ist, dass dieses Thema Drohnenkrieg Deutschland sehr direkt betrifft und auch natürlich die verschiedenen Kommandozentren, die sonst in Stuttgart sind. Das heißt, die Diskussion über den US-Imperialismus, die muss in Deutschland unbedingt geführt werden, weil Deutschland ist nicht irgendein Land, sondern Deutschland ist das Land mit den meisten US-Militärstützpunkten außerhalb der USA. Wir haben eine E-Mail von Burkhard Spang bekommen aus Blieskastel. Er fragt, welche Erklärung bietet der Autor für das Scheitern des Impeachment-Verfahrens gegen Trump? Weil natürlich der Senat in republikanischer Hand ist. Also das eine ganz schnelle Antwort. Dann hören wir noch eine nächste Frage. Wie muss ich mein Wahlverhalten ausrichten in der Bundesrepublik, damit ich diesen Imperialismus oder diese Zustände nicht mitverantworten muss? Wollen natürlich keine Parteienwerbung hier in der Sendung machen, aber. Nein, ich finde die Democracy App noch sehr gut. Also es gibt eine Democracy App, die kann man runterladen. Also ich weiß nicht, ob die Person, die gefragt hat, Apps runterlädt, aber wenn man die Democracy App runterlädt, dann kann man schauen, was hat dieser und jener Politiker wirklich gemacht in der letzten Zeit. Hat er eigentlich sich eingesetzt dafür, dass die Amerikaner eher die Stützpunkte schließen, eher die Atombomben zurückziehen, oder haben die sich dafür eingesetzt, dass die Atombomben da bleiben und auch eigentlich nichts gesagt, also über Rammstein zum Beispiel dann Drohnenmorde koordiniert wurden. Also ich persönlich habe in Rammstein, da gibt es ja jedes Jahr eine große Demonstration. Dieses Jahr, ich denke, abgesagt wegen Corona, aber die Demonstration findet, glaube ich, in Berlin im September statt. Aber ich habe in Rammstein auch schon einen Vortrag gehalten, zusammen mit Eugen Drewermann, das war in einer Kirche. Und wir haben einfach zu Frieden und zu Gewaltfreiheit aufgerufen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welche Partei man wählen soll, das kann ich leider nicht sagen. Sie enden im Buch sehr versöhnlich mit der Aussage, die Friedensbewegung muss darauf vertrauen, dass eine Welt ohne Krieg möglich ist. Und Sie appellieren nochmal an das UNO-Gewaltverbot. Ist das aber nicht nach allem, was wir gehört haben, doch ein zahnloser Tiger? Nein, das ist kein zahnloser Tiger, weil das ist ja dieses normierende, du sollst nicht töten, oder da kann man sagen, ja, hat nicht funktioniert in den letzten 2000 Jahren, ist aber trotzdem richtig. Also was machen wir denn mit unseren Kindern? Also ich habe Kinder, 11 und 14 Jahre, also mein Sohn, meine Tochter, und natürlich lehre ich meine Kinder auch, dass sie keine Gewalt einsetzen sollen. Und da würde ich nie sagen, es ist ein zahnloser Tiger, schlag die anderen runter, wenn sie nicht mit dir einig sind, sondern das ist ja eigentlich eine Lebenshaltung. Ja. Und wenn eine Lebenshaltung
Anfang nicht von allen befolgt wird, dann heißt es noch lange nicht, dass es falsch ist. Also wenn man sozusagen in der Friedensbewegung ist und man beobachtet, wie andere Landminen produzieren und wie die dann eingesetzt werden und irgendwelchen anderen Kindern die Beine wegreißen, dann graut einem natürlich davor. Aber das bedeutet nicht, dass man dann seine Position aufgeben muss. Ich finde es sehr interessant, Sophie Scholl im Dritten Reich, wie sie argumentiert hat, sie hat gesagt, es ist eigentlich falsch, wie die Menschen einander töten. Und sie hat das während dem Dritten Reich gesagt, hat dann auch Flugblätter verteilt, zusammen mit ihrem Bruder Hans und anderen Aktivisten von der Weißen Rose. Und sie hat eigentlich sich nur an ihrem Gewissen orientiert. Und ich denke, das sollte man tun. Man sollte nicht sagen, ja, es ist zahnloser Tiger, also lassen wir es. Wenn wir zum Schluss noch in die USA schauen, aktuell, da wütet auch die Corona-Krise. Möglicherweise wird diese Kluft, die Sie auch beschreiben, zwischen den Superreichen und den Schwächeren noch verstärken. Was wird das mit der Demokratie machen? Wie geht das weiter in den USA? Es ist natürlich jetzt wieder eine große Angst, die da ist. Man muss vielleicht so sehen, früher war die große Angst vor einem Atomkrieg, ja, die Angst vor Sowjetunion, Russland, also im Kalten Krieg war das diese Angst in den USA. Danach, nach 9/11, war die große Angst vor Terrorismus und jetzt ist die große Angst vor dem Virus. Also es sind immer große Ängste und man sieht eigentlich, wenn die Menschen in der Angst sind, also wenn sie sich von Angst dominieren lassen, dann kommen keine guten Entscheide zustande, sondern man sollte eigentlich wieder zurück ins Vertrauen finden, man sollte zurück in die Kraft finden, weil es ja notwendig ist in den USA, also es die zwei verschiedenen Gruppen, die Demokraten und die Republikaner, dass die sich wieder die Hand reichen. Im Moment ist das Land sehr, sehr gespalten. Wenn der eine A sagt, sagt der andere B. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, was der eine sagt, weil der andere wird auf jeden Fall das Gegenteil sagen. Also wir blicken im Moment, muss man schon sagen, auf ein Land, das sehr, sehr stark zerstritten ist und das jetzt natürlich mit dieser Corona-Pandemie noch mehr verstritten ist, in einer großen Krise ist, mit Arbeitslosigkeit, mit Spannungen. Und Sie sagen es richtig, die Unterschicht, die trifft es am härtesten. Dankeschön, Daniele Ganser, und beste Grüße nach Basel. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Buch trägt den Titel Imperium USA, Untertitel Die skrupellose Weltmacht. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Dr. Gerhard Minkenberg aus Duttweiler, Pascal Gerber aus Neunkirchen und Bernd Sommer aus Neunkirchen. Nicht erst seit der Kritik am Corona-Krisenmanagement der Chinesen ist das Land der Mitte in aller Munde. Viele kritisieren den gelenkten Turbokapitalismus mit integrierter Totalüberwachung und fürchten sich vor dem Streben der Chinesen nach Weltmacht per wirtschaftlicher Dominanz. Darum geht's bei uns nächste Woche. Wolfram Elsners Buch trägt den Titel Das chinesische Jahrhundert. Er plädiert für ein differenzierteres China-Bild. Er meint, China ist in vielerlei Hinsicht das führende Land des 21. Jahrhunderts. Darüber wird Wolfram Elsner kommende Woche mit meinem Kollegen Jochen Marmit sprechen. Ich bin Kai Schmieding, empfehle unsere Sendung in der ARD-Audiothek. Schönen Sonntag, danke fürs Zuhören, tschüss.